Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Diesmal, liebe Hörer, möchte ich über Würde sprechen und ich würde sagen, dass das eine gute Idee ist. Das ist ein großes Thema. Ich spreche mit Michael Beilmann, der die Würde schon in seinem Namen führt. Na, er heißt natürlich Michael Beilmann, aber seine E-Mail-Adresse lautet kontakt@würdeimpulse.de. Würde wird in diesem Fall mit UE geschrieben. Würde ist also so etwas wie ein Klingelschild. Und wenn man da klingelt, dann öffnet Michael Beilmann. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Klingelingeling. Ja. Hallo Michael. Ja, hallo Bernhard. Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, und bevor ich jetzt frage, warum du dir ausgerechnet die Begriffe Würde und auch Impulse auf die Fahne geschrieben hast, ich glaube, das kann man schon so sagen, auf die Fahne geschrieben, oder? Man läuft mit einer Fahne durch die Welt, durch die Gegend. Und ich meine nicht Alkoholfahne. Nein, ich meinte auf die Fahne so im Kriegerischen und das passt natürlich zur Würde weniger. Das passt zur Würde weniger, aber ich habe auch vorhin Klingelschild gesagt. Also, so meinst du das. Man kann nicht sagen, dass du es im Schilde führst, ja. Weil im Schilde führen bedeutet, dass jemand etwas heimlich macht, so ein bisschen verdeckt. Okay, das machst du ja nicht. Mit offenem Visier hast du die Würde vorausgestellt und als eine Art Vorbild, als eine Art Ideal, das du vor dir herträgst. Schön, dass wir so anfangen, direkt ein steiler Einstieg. Ich würde sagen, das ist so ein schöner Kompass oder eine Fahne, die in meinem Vorgarten steht. Aha. Weil es ist kein Ideal, sondern es ist eine Ausrichtung. Eine Fahne, die im Vorgarten steht, gefällt mir besonders gut, weil der Vorgarten hat eine schöne Bedeutung. Das ist nämlich so etwas wie das Vorwort zu einem Buch. Ja. Der Vorgarten gibt einem schon einen Eindruck, bevor man das Haus betritt. Man sieht gleich, ist hier Unkraut vorhanden, liegt hier Kinderspielzeug rum, werden hier Rosen gezüchtet oder wird der Rasen auf Kurzhaarfrisur gemäht. Der Vorgarten gibt schon einen Eindruck davon, wie der Besitzer des Hauses lebt. Aber ich wollte ja noch viel mehr sagen. Ich wollte sagen, bevor ich richtig einsteige und dich frage, wie du nun gerade auf Würde kommst, möchte ich eine kleine Rätselfrage stellen für unsere lieben Hörer. Denn ich denke, die freuen sich immer, wenn sie etwas wissen. Die mögen gerne Rätsel fragen. Mir geht es jedenfalls so. Ich habe mich schon als Kind immer ganz doll gefreut, wenn ich was wusste. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Also eine kleine Rätselfrage. Psst, nichts verraten. Es gibt auch nichts zu gewinnen und ich bitte auch nicht um Anrufe oder um Kommentare. Es ist nur das Vergnügen, dass man etwas gewusst hat. Die Rätselfrage lautet: Von wem ist das Buch Die Würde des Menschen ist antastbar? Das ist die Frage. Ich werde es am Schluss verraten. Also nicht vorsagen. Ich muss noch einen kleinen Tipp geben. Es gibt auch noch ein Buch, das heißt, die Würde ist antastbar ohne Menschen. Das ist jünger und das ist nicht gemeint. Die Würde des Menschen ist antastbar, ist nicht ganz so jung, aber es hat den Menschen im Titel und die Würde. Von wem ist dieses Buch? Das ist eine kleine Quizfrage, da können die Hörer drüber nachdenken, während wir weiterreden über die Würde. So, ich habe also gesagt, du hast die Würde dir auf eine Art Fahne im Vorgarten geschrieben und diesen Eindruck kann man auch haben, wenn man deine Seite anschaut. Da heißt es, das Atelier zur Selbstwirksamkeit Würde Impulse und Würde steht in Großbuchstaben. Und weiter unten auf der Seite heißt es dann sogar, die Zukunft mit Würde gestalten. Also Würde ist schon ein Art Dreh- und Angelpunkt, den du dir da ausgesucht hast. Das kann man schon sagen, oder? Ja, das ist so. Und es war ein längerer Weg dorthin. Ein längerer Weg dorthin. Ja, ja. Aber du bist angekommen an diesem Ziel, wo du dir gedacht hast, noch nicht. Nein, du bist noch nicht angekommen. Wirklich in Würde anzukommen, ein lebenslanger Prozess. Ja, wir wollen ja auch in Würde die Zukunft gestalten. Genau. Ja, und vor allen Dingen, wenn wer meint, der hat die Würde definiert oder er weiß, was Würde ist, oder ich, der in dem Haus wohne, weiß, wie die Würde ist, das ist eine Arroganz, die ich gar nicht habe, sondern Menschen, die mich besuchen in meinem Haus, da sind wir in der praktischen Erforschung von Würde, indem wir die gemeinsame Beziehung gestalten. Und das basiert ja sehr auf einem würdevollen Miteinander. Aha, es geht also um das würdevolle Miteinander zwischen den Menschen. Ja. Und wer hat denn nun Würde oder wem wird Würde zuteil oder wem gegenüber sollte man sich würdevoll verhalten? Dem Menschen gegenüber, oder?
Es ist ja gerade das Spannende. Dieses Thema Würde ist nicht nur im Artikel 1 des Grundgesetzes oder in der Menschenrechtskonvention verankert, sondern es ist im Grunde genommen ein in dem Menschen liegendes Konzept, was es zu entdecken gilt. Und da ist es halt so, dass der Mensch seine Konzepte entwickelt vom Leben, vom Miteinander, in Beziehungen und natürlich auch im Leben zur Natur, zu Tieren und so weiter. Aha. Und der Mensch. Also nicht nur für Menschen. Doch, der Mensch ist im Grunde genommen derjenige, der ja die Konzepte sich herausarbeitet. Und da gibt es natürlich auch die Situation, dass er zu den Tieren ein gewisses Verhältnis hat. Jedoch dem Tier an sich Würde zuzusprechen, das ist eine sehr heikle Diskussion, dann würde man sagen, das Tier hat ein Bewusstsein von sich selbst. Aha. Würde ist eine Forschungsreise im Leben, eine Erforschung des Lebens. Mhm. Und ich weiß nicht, bisher ist mir das nicht bekannt, dass ein Tier sich selbst erforscht oder eine Pflanze oder die Natur. Auch wenn ich von Gaia spreche, von dem Gesamtuniversum, das sich selbst seiner bewusst ist, das ist eine Anmaßung, die wir als Mensch uns denken können, aber wir können uns nur unserer selbst bewusst werden und da hilft Würde sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Können wir denn Würde im Umgang mit Tieren pflegen? Ja, wenn du dem Tier Würde zuschreibst und dich daraufhin würdevoll mit ihm bewegst, ist es in Ordnung. Aber das Problem ist einfach, ich würde das nicht würdevoll bezeichnen, sondern das ist eine Art von Respekt. Ah, ja. Also Respekt ist der äußere Ausdruck von Würde. Mhm. Und das ist der spannende Punkt. Würde kann man auch übertreiben, in Anführungsstrichen. Deswegen relativiere ich das auch. Zeigt, Würde ist ein Konzept des Menschen. Eine Art der Lebensführung, ein Versuch, das Miteinander zu gestalten und eine neue Beziehungsqualität in sein eigenes Leben zu kriegen und in das Leben mit anderen. Mit anderen Menschen. Wie ist es eigentlich mit Gebäuden und mit Gegenständen? Kann auch ein Gebäude eine Würde haben? Nein, du schreibst ihm Würde zu als Mensch. Das ist ja genau dieser feine Unterschied. Das heißt, die Anmaßung, alles mit allem zu verbinden, ist eine schöne Theorie. Aber eine gewisse Differenzierung ist sinnvoll, weil es darum geht, dass ein Haus toll aussehen kann, kann ästhetisch sein und so weiter. Aber das Haus ist sich seiner selbst nicht bewusst. Also auch wenn ich von der Quantenphilosophie sage, alles ist Information oder sowas. Aber das sind alles so Spielarten, die wir uns denken, damit wir etwas in einen Wert erheben, der etwas Besonderes darstellt. Und ich glaube, wenn wir bei uns selbst anfangen, uns im anderen zu spiegeln und über den anderen seine Würde zu erfahren, das ist ja der spannende Punkt. Es ist ja nicht so, dass ich die Würde oder Würde in mir sofort habe, sondern das ist ja das Schöne im Verhältnis zur Meditation. Meditation mache ich erstmal alleine mit mir. Ja. Und dann gehe ich nach außen und über den anderen erfahre ich, indem ich ihm Respekt gebe, meine eigene Würde. Das ist ein Beziehungsthema, Würde. Das ist das Tolle dabei. Kann man auch eine Beziehung haben zu Gegenständen oder zu Einrichtungen? Ich will doch nochmal darauf zurückkommen, obwohl ich gerne an die Meditation anschließen will. Da meldet zum Beispiel die Bild-Zeitung, dass das Auftreten des Abgeordneten Ganserer, der etwas schrill auftritt mit schrillen Klamotten, gegen die Würde des Hohen Amtes und des Hohen Hauses verstößt. Kann man das so sagen? Ja, das sind ja gewisse Konzepte von Würde. Mhm. Also da gibt es ja diesen Begriff der Würdenträger oder diese Begrifflichkeit, dass jeder Mensch seine Würde von Geburt an hat. Oder es gibt das Konzept von Würde, dass man sich das verdienen muss, also Leistung. Oder es gibt das Konzept des Potenzials, das in einem angelegt ist und entdeckt werden kann, was Würde bedeutet. Und wenn jetzt im Hohen Haus des Parlaments Regeln existieren, also Joschka Fischer mit seinen Turnschuhen hat auch gegen das Hohe Haus damals verstoßen, indem er nicht mit Krawatte aufgetaucht ist. Aber das ist ja gerade die Rebellion, wenn du dir deiner Würde bewusst wirst, um vielleicht Veränderungen zu bewirken. Ja, und vielleicht hat der Herr Ganserer oder die Frau Ganserer, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ja auch eine gewisse Würde zu verteidigen und sieht das als Würdeverletzung seinerseits an, wenn man ihm Kleidervorschriften macht. Das ist ja der spannende Punkt. Es geht jetzt nicht um die Überindividualisierung von Würde. Aha. Jeder Mensch hat ein wie der Fingerabdruck, ein eigenes Verständnis von Würde. Deswegen werde ich nie sagen, ich weiß, was Würde ist. Ja. Aber wenn man Hohes Haus sagt, dann gibt man ihm ja schon eine andere Bedeutung als meine Garage. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht auf die falsche Fährte lenken. Das ist okay. Ja, das ist mir natürlich eingefallen, weil ich mir schon die Frage stelle, in welchem Zusammenhang wird denn Würde gebraucht? Aber du hast es schon vorhin gesagt, du siehst Würde als eine Form der Kommunikation. Nee, der Lebensführung. Würde entwickelt sich im Zusammenspiel mit anderen. Ja.
Und da steht die Meditation dabei nur am Anfang. Ja, also, du hast das Stichwort gesagt, Meditation. Ja, ja. Ich bin ein jahrelanger Meditierer oder auch im Buddhismus oder auch sehr spirituellen Thematiken unterwegs. Mhm. Und da habe ich natürlich auch die verschiedenen buddhistischen Richtungen oder die mystischen Richtungen des Christentums erlebt. Und das ist sehr stark eine Situation der Selbstfokussierung. Das ist total faszinierend und schön. Und dann plötzlich stehst du auf vom Kissen oder wo auch immer, von deiner Kniebank oder wie auch immer du vor der Bank sitzt. Mhm. Und dann gehst du in die Welt. Und dann bist du natürlich auch noch in diesem meditativen Zustand und konfrontierst dich mit jemand anderem. Und das ist genau der spannende Punkt. Dieses meditative Verhalten wäre ja optimal, wenn es auch im Miteinander passiert. Aha. Ist es nicht nötig, dass ich irgendeine meditative oder spirituelle Richtung habe, sondern ich habe einen neutralen Begriff, mit dem ich ohne Meditation, ohne spirituelle Richtung über den anderen sehe, ob ich mich respektvoll, respektive würdevoll verhalte, also Menschenwürde. Und das ist der schöne Punkt, Meditation hilft dabei, aber über das Konzept Meditation ist es schwerer, in Austausch zu gehen, als über das Konzept Würde. Ja, das leuchtet mir ein, weil diese Meditation ja nicht auf Kommunikation angelegt ist und wie ich das verstanden habe, ist deine Vorstellung von einem würdevollen Umgang immer auch ein Miteinander. Nur Miteinander. Also Würde alleine ist Selbstbefriedigung. Aha. Aber dennoch hast du das als Durchgangsphase oder als Teil des Programmes durchaus kultiviert und gepflegt, das Meditieren. Also ich bin total dankbar für die spirituellen Richtungen, die ich haben durfte, diese Retreats, dieses Alleinsein zu erleben. Dadurch kommen natürlich gewisse Systeme im Kopf, diese Gedankenvielfalt wird sortiert. Du kriegst eine Fokussierung, du kriegst eine Aufmerksamkeitslenkung. Du hast eine Möglichkeit, auch deinen Atem in der Bedeutung wahrzunehmen, wie er ist. Aber das Spannende ist dabei, dass nach all dieser Persönlichkeitsentwicklung, nach diesem systemischen Coach, nach den vielen Seminaren, was auch immer ich da alles gemacht habe, habe ich etwas gefunden. Und deswegen hängt die Fahne bei mir im Vorgarten, weil es einfach ein lebenslanger Prozess im Miteinander bedeutet, auch in Stressphasen oder in Konflikten, da immer wieder zu lernen, dass der andere der Spiegel meines Lebens ist. Gut, dann kommen wir wieder weg von der Meditation und kommen nun doch zu dem Weg hin, den du gegangen bist. Das hat sich jetzt schon angedeutet. Du bist noch lange nicht am Ziel, das hatten wir gleich zu Anfang klar festgestellt. Aber du bist einen gewissen Weg gegangen, der dich dahin geführt hat, wo du jetzt bist. Und vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir diesen Weg etwas nachvollziehen. Dann können wir vielleicht auch besser verstehen, warum du mit Würde so umgehst, wie du es tust. Wo, könnte man sagen, hat dein Weg angefangen? Hat es da so etwas gegeben wie eine Stunde Null oder das Gefühl, an einer Weggabelung zu stehen? Also das Leben wird ja verstanden im Rückblick. Ja, natürlich. Und als ich vor knapp 19 Jahren oder so mit dem Thema Würde mich erstmals konfrontiert habe, da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht, dass dieser Begriff eine Bedeutung für mich hat. Und viele sagten mir auch, hör doch auf mit dem Begriff Würde, er ist doch viel zu altbacken und da hört sich keiner hin, nimm nur einen anderen und so. Dieses Thema Würde kommt ja dann sehr stark, wenn das vermeintliche Empfinden von Würdelosigkeit oder das wahrhaftige Empfinden von Würdelosigkeit im Leben war. Ja, also vor 9 oder 10 Jahren war bei dir ein Startschuss in dieser Richtung. Du musstest dich damit auseinandersetzen, was Würde ist. Und eine gute Methode, um das zu erkennen, ist es, die Kontrastfolie zu betrachten und das Gegenteil auszuleuchten. Also Würdelosigkeit, die spürt man. Genau. Die spürt man und die kann man vielleicht auch besser beschreiben als Würde. Ja, genau. Und die hast du erlebt, wenn ich das mal fragen darf, die hast du erlebt oder die hast du beobachtet, um dann auf das Thema Würde zu kommen? Ich versuche es mal in einer Geschichte zu erzählen, die vielleicht repräsentativ ist. Vieles basiert ja auf Kindheitserfahrungen, vieles basiert auf Sozialisation. Und wenn ich Sequenzen meines Lebens betrachte, sei es der ganz frühe Tod meines Vaters, nicht weil meine Mutter oder mein Umfeld mich würdelos behandelt hat, aber ich habe es natürlich empfunden, als Würdelosigkeit, weil da irgendwie eine wichtige Person fehlte. Als Verlust. Als Verlust, genau. Da war ein Verlust. Da war also die Orientierung, der Kompass, den Würde ja geben kann, der war nicht da. Oder bei der Tischlerlehre, die ich gemacht habe. In der damaligen Zeit war Lehre ja mehr der Stift, der fegen musste. Oder ich nehme noch ein Beispiel in der Beruflichkeit, wie halt die Würdelosigkeit von Führung mir gegenüber passiert ist. Wo ich immer das Gefühl des Opfers hatte. Ja. Wo ich dachte, ich bin ein Opfer. Was bin ich für ein armer Wicht?
Und dann irgendwann wurde mir klar, dass ich natürlich aus all diesen Opferrollen, die ich erkannt habe und auch transformieren durfte, gemerkt habe, meine Güte, das hat mir ja Qualitäten im Leben gebracht, die mich haben aufrichten lassen, die mich haben wachsen lassen und aus dieser Buckelsituation, auch jetzt die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, die haben mich aus dieser Wolke des Würdelosen über die Wolken blicken lassen und gesagt, oh, da ist ja noch was ganz anderes, das ist ja toll. Das ist ja irgendwie nährend, das ist erfüllend, das ist bereichernd. Ja. Ich möchte dennoch aus deiner Kette von Erlebnissen, die du erzählt hast, die auch noch länger zurückliegen als 9 Jahre, ein Erlebnis herauspicken, das ein besonderes Erlebnis ist. Das war, als du deinen Vater verloren hast und da warst du 1 Jahr alt. Das ist ein Erlebnis von Würdelosigkeit oder sich selbst als Opfer sehen, das sich unterscheidet von den anderen Erlebnissen, wenn du zum Beispiel als Lehrling oder als jemand, der untergeben ist, nicht anständig behandelt wirst. Mhm. Das ist ein Schicksalsschlag und da verlierst du so etwas wie einen Rettungsschirm oder so etwas wie ein Gefühl von Geborgenheit. Und du hast an einer Stelle in deinen Geschichten, die du auf deiner Seite verbreitet hast, diese Geschichte heißt tatsächlich Wenn Würde, 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 von einer älteren Frau erzählt, die 60 Jahre alt ist und die verbittert ist in ihrem Leben und die dann erzählt, dass sie über den Verlust der Großmutter im Grunde nicht hinweggekommen ist, dass ihr das Verhältnis zur Großmutter ein Gefühl gegeben hat von Geborgenheit. Ah, jetzt weißt du, was du meinst, ja. Diese Geschichte, nicht? Und das hast du ganz gut rausgefunden, dass es eine Erklärung ist für ihr folgendes Leben, was sie als unglücklich empfunden hat, weil sie dieses Gefühl der Geborgenheit nicht mehr hatte. Das ist aber was anderes, finde ich, als wenn man seine Würde verliert. Man verliert damit ein Kinderglück. Man verliert damit das Gefühl, unter einem Schutzschirm zu stehen und immer geliebt zu werden, egal wie man sich verhält. Mhm. Das ist ja das Besondere auch an dem Verhältnis, das Großeltern zu Kindern haben. Und dieses Gefühl ist in der Kindheit einem als Glück gegeben und dieses Glück verliert man. Aber das sehe ich noch als etwas anderes als den Verlust von Würde. Das sehe ich als den Verlust von Kinderglück. Weißt du, was ich meine? Ja, die Unterscheidung ist spannend. Man oder ich, jeder ist ja in seinem Film. Und genau das ist ja der spannende Punkt, den du jetzt gerade reinwirfst, dass ich durch diesen gemeinsamen Austausch entdecke, oh Michael, vielleicht hast du ja in deinem Konzept von Würde dieses Ding kannst du bereichern, weil Bernhard dir gerade Gedanken oder eine Idee gibt, das eigene Würdeverständnis zu modifizieren. Ich bin bei dir, dieses Kinderglück ist ein schöner Begriff, wo ich sage, ey, das ist ja spannend. Ja, genau. Und diesen ko-kreativen Prozess, den finde ich so spannend. Das heißt, ich denke jetzt drüber nach und verändere die Fahne in meinem Vorgarten um dieses eine Puzzlestück, weil du mir einen Aspekt genannt hast, den ich so noch gar nicht bedacht oder erfüllt habe. Doch. Du hattest das in deiner Geschichte geschrieben. Ich zitiere das ja nur. Aber ich hatte es nicht mehr repräsentiert in meinem Kopf gehabt, also in meinem Gefühl. Deswegen wollte ich den Tod deines Vaters rausnehmen aus dieser Kette von Ereignissen, die dich geführt haben. Der liegt ja auch länger zurück als 9 Jahre. Ja. Und du hattest gesagt, vor 9 oder 10 Jahren hast du angefangen, dich mit diesem Begriff Würde näher zu befassen, obwohl einiges dagegen spricht, weil es so ein großer Begriff ist. Einer, der meistens in der Politik benutzt wird, der nicht antastbar ist. Und dieses Antasten, das klingt ja schon so, als würde es nur ganz vorsichtig berührt, wie von jemandem, der sehbehindert ist und sich vorsichtig mit seinen Fingerchen da rantastet. Aber in Wirklichkeit ist ja der Verlust von Würde oft ein ziemlich rauer und rohbeiniger Akt. Ja. Man denkt aber, die Würde ist sowas Großes, da darf man sich nur ganz vorsichtig nähern, nur ganz vorsichtig anfassen. Und eigentlich sollte man es lieber für Sonntagsreden aufbewahren und so stehen lassen und sich nicht weiter darüber Gedanken machen. Aber das hast du eben gerade nicht getan. Nee, weil Würde ist sehr praktisch. Praktisch? Ja. Ja, das widerspricht nun aber der Vorstellung, die ich gerade gemacht habe, dass es so ein großer Begriff ist. Genau. Das ist ja so groß, das passt ja in keine Zwei-Zimmer-Wohnung. Richtig. Und das ist gerade die Herkulesaufgabe, dass ich merke, dass ich mich mit einem Begriff beschäftige, der für mich viel praktischer ist, als er verstanden wird. Das kann man wohl sagen. Vielleicht kannst du uns mal einen Tipp geben. Wie macht man das denn? Wie kann man sich denn praktisch damit auseinandersetzen? Auch das ist so ein klassischer Punkt. Ich gebe natürlich keine Tipps, sondern ich erteile etwas, wo ich sage, da kann man gerne gucken, ob man da resoniert. Aha. Würde ist zum Beispiel etwas, was ein Fluidum in Beziehung darstellt. Oh. Also das ist total spannend. Du spürst, wenn du eine gewisse Sensibilität hast und nicht total abgestumpft bist, das gibt's ja auch, ob im Raum Würde schwingt oder Würdelosigkeit. Mhm.
Das ist zu spüren. Das ist in der Frequenz messbar, in der Atmosphäre. Punkt 1. Das ist erkennbar, wenn die Schulung eigener Würde passiert. Beispiele gibt es genug. Wenn du in Teamsitzungen sitzt und der Chef monologisiert oder Leute runtermacht, dann hat das nichts mit Würde zu tun. Mhm. Das kann man messen wie so eine Art Raumtemperatur. Ja, das oder man kann es nicht messen, aber man kann es fühlen. Man kann es in der Körperhaltung, in der Mimik, in der Gestik, in der Redefreudigkeit der Menschen wahrnehmen. Das ist erkennbar. Ja. Ja. Oder ganz praktisch ist, Würde schafft sowas wie Orientierung in dieser unsicheren und sehr verqueren Zeit, in der wir sind. Das heißt, wenn du einen Kompass von Würde dir geschaffen hast, von Werten, die du in den Vorgarten stellst, wo du sagst, das sind meine Werte, nicht im Sinne von dogmatisch, sondern im Sinne von, lass uns darüber in Austausch gehen, damit wir schauen, wie wir miteinander die Beziehungsqualität verbessern. Nicht im Sinne von, ich habe Recht und du hast Unrecht. Ja. Dann kann es Orientierung geben, weil der Austausch mit einem anderen Menschen, mit einer anderen Person, da ist ein Tier oder die Natur nicht möglich, da kannst du anders in Kontakt gehen. Da hast du die Situation des Miteinanders und schafft Orientierung, wie bin ich denn mit dem anderen, wie bin ich denn mit dem oder wie bin ich denn mit der unterwegs. Das ist total praktisch. Ja, das Praktische, finde ich, bedarf doch noch einer gewissen Erklärung. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort Kompass gesagt. Und ich denke dann natürlich sofort an den magnetischen Nordpol oder möglicherweise auch an eine Fehlweisung, die der Kompass einem gibt. Und vor allen Dingen hat man den Kompass ja doch nicht immer bei sich. Manchmal haben doch die Autos so einen Kompass oder so einen Navi, ja, einen Kompass. Oder ich hatte früher als Pfadfinder einen Kompass. Aber kann man den Kompass wirklich so praktisch nutzen? Du sagst ja, du wolltest das praktisch nutzen und du sprichst von diesem Kompass. Dazu müsste aber die Richtung klarer sein. So, dass man sagt, okay, Richtung Norden. Wie müsste diese Richtung Zukunft, diese Zukunft in Würde sein? Dazu müsste es eine Vorstellung geben. Gibt es dazu ein Vorbild? Vielleicht eine Geschichte oder eine Situation, wo das schon mal erreicht ist? Oder ein Gefühl, das man selber hatte? Und das dürfte nicht das Gefühl sein, das einen an die Kindheit erinnert. Nein. Denn da kommt man ja nicht wieder hin zurück. Nein, das stimmt. Aber ist es vielleicht nicht doch so, dass im Grunde dieses Gefühl aus der Kindheit dienen soll als Vorbild für die Zukunft oder als Ideal für die Zukunft, das, wohin der Kompass zeigt? Nein. Nein? Also nein, weil das ist retrospektiv, also das ist rückwärtsgewandt, wenn ich in die Kindheit zurück will. Ne? Natürlich, ja, ja. Das ist zurück in die Vergangenheit, das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft, die kennen wir nicht. Die kennen wir nicht, aber wir haben doch eine Vorstellung davon, wie sie sein soll. Ja, aber wer ist denn wir? Ja, derjenige, der den Kompass hat. Genau, also du und ich haben Kompass. Der Kontrafunk hat einen Kompass. Die ARD hat einen Kompass. Das Parlament hat einen Kompass. Die haben etwas festgelegt, was ihr Kompass ist. Man muss nicht sagen, dass dieser Kompass mein Kompass ist, sondern es ist ein Kompass. Mhm. Eine Landkarte, in der sie sich bewegen. Und wenn ich über diese Landkarte, je nachdem, wie das jetzt ausgeprägt ist, den sogenannten Würde-Macht-Sinn-Gedanken lege, also Würde, die Macht und Sinn lege, dann kann ich im Grunde diese Landkarte in Bewegung bringen und in Austausch bringen. Und das ist das Spannende dabei. Das heißt, der Kontext des einmaligen Kompass, der ist in dieser pluralen Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, in dieser algorithmisierten Welt, der wird immer kleiner, weil wir können gar nicht mehr dieses Große gestalten. Das ist das Problem. Das Große wird unglaubwürdig. Darum geht es, dass man im Kleineren sich diese Landkarten baut, um dadurch eine neue Beziehungsqualität zu gestalten. Und das ist total reizvoll, wenn es zum Austausch kommt miteinander. Und wenn man da auch diese Probleme sieht im Miteinander, ich kenne viele Communities oder Kommunitäten, in denen ich auch unterwegs war, wie die Egos im Grunde genommen die Landkarten definieren und die Würde dann gar keinen Platz hat. Wir haben das Problem mit den Größenordnungen. Und ich glaube, eben hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit den Karten. Sind die Karten groß oder sind die Karten klein? Der Kompass, der jetzt zum Beispiel nach Norden zeigt, zeigt dahin, wo wir gar nicht ankommen werden. Wir wollen ja nicht zum Nordpol. Okay. Ja. Ja. Also ich jedenfalls will da nicht. Ich will auch nicht hin. Ja, nein, ich bin. Du hast gesagt, es muss ein Ziel haben und die Welt darf nicht zu groß werden. Die Ansprüche dürfen nicht zu groß werden. Man muss ein Ziel haben, das man auch erreichen kann oder das zumindest in Sichtweite ist. Genau. Deswegen hat es ja auch Voltaire gesagt, dass man seinen Garten pflegen soll. Und Jordan Peterson hat ja die Parole ausgegeben, clean your room, dass man also erstmal sein Zimmerchen aufräumen soll und nicht gleich zum Nordpol aufbrechen soll.
Man muss sehen, dass man es richtig dimensioniert. Und das ist das Problem, was wir haben, wenn wir mit einem Wort wie Würde umgehen. Du hast es immer wieder gesagt, du verwendest es praktisch und du hast auch zugegeben, oder ich habe es jedenfalls so unterschoben, dass es ein sehr, sehr großes Wort ist. Vielleicht kannst du doch noch mal ein Beispiel geben, wie man es praktisch handelt. Jetzt habe ich ein blödes Wort gesagt. Wie man praktisch damit umgeht. Wie kann man mit diesem großen Wort Würde in der Praxis leben? Kannst du das an einem Beispiel aus deinem Leben sagen? Ja. Ja? Ja, ich. Ich weiß, es ist vielleicht eine unfaire Frage. Nee, das ist ja schön, weil genau das ist ja der Punkt. Das Gespräch, was wir hier führen, ist ja genau die Herausforderung, dass wir wieder Gespräche führen, um eine neue Beziehungsqualität zu gestalten. Das ist ja der Punkt. Diese kleinen Landkarten, der Kompass, sind ko-kreative Prozesse in Teams. Ko-kreative Prozesse, gemeinsam gestaltete Prozesse, um in Sichtbarkeit die nächsten Schritte zu gehen. Und als Beispiel jetzt, das ist ganz praktisch, vor 4 Jahren habe ich ganz konkret gesagt, Michael, diese Führungsposition, dieses Management, das ist einfach in vieler Hinsicht würdelos. Das ist einfach nicht meins. Da bin ich falsch. Dieses Management, bei dem du beteiligt warst? Ja, ich war in Managementfunktion, war Niederlassungsleiter oder im Managementteam vom großen Unternehmen. Genau. Das war rein Ego gesteuert. Ego ist jetzt nicht negativ gemeint, weil das brauchen wir als Mensch. Nur ich habe festgestellt, dass ich da nicht richtig bin mit meiner hochsensiblen Art, mit meiner Feinsinnigkeit, mit dem, was ich kreativ machen möchte, mit dem, was ich kann, was ich auch als langfristig betrachte. Und da habe ich gedacht, okay, nach der Trennung auch von meiner Frau, ist so, jetzt switche ich mein Leben, um es anders auszurichten, nämlich nach dem inneren Wesensempfinden und das, was da so wabert in mir, weil ich glaube, darüber richte ich mich auf. Das heißt, ich richte mein Leben auf und aus, also ich richte es auf, indem ich mich mit diesen Ängsten beschäftige, indem ich mich mit den Unsicherheiten beschäftige, indem ich mich mit meinen Dämonen beschäftige, indem ich mich mit dem erfüllten Leben, mit der Schönheit der Natur und mit den wunderbaren Beziehungen, die ich habe, beschäftigen darf und gehe raus aus diesem, weil ich es mir gerade erlauben kann, habe ich es gerade gemacht, gehe raus und werde Lebensnomade. Diese ganzen Dinge, die du aufgebaut hast, weil du glaubst, das brauchst du, ja, habe ich gedacht, das ist aber nicht würdevoll, wenn ich das weitermache. Das ist zu mir respektlos oder fehlende Wertschätzung. Und ich werde auch nicht in Authentizität mit dem anderen unterwegs sein. Ich bin da gefangen in meinen alten Mustern. Das heißt, du hast dich von Frau und Beruf getrennt. Also meine Frau und ich haben uns getrennt gemeinsam, weil es einfach sinnvoll war, weil wir unsere Aufgabe einander erfüllt hatten. Das ist ein schöner Begriff, das war toll und gleichzeitig sehr schmerzhaft, also gar keine Frage. Dann war durch Corona halt der Job weg und dann habe ich gedacht, und du? Aha, der Job war deswegen weg, weil Corona gekommen ist und nicht deswegen, weil du ihn als würdelos empfunden hast. Ich hätte den Job weitergemacht, weil ich gemerkt habe, ich passe ja gut ins System und mein Ego wurde gestreichelt. So, das ist ja nett, ne? Nur das war zu mir selbst, in meiner eigenen Beziehungsqualität zu mir selbst, nicht wertschätzend, dieses Leben. Also Wertschätzung ist die Innenausrichtung von Würde. Ja, war es nicht wertschätzend, wie ich vielfach gelebt habe, weil ich an mir vorbeigelebt habe teilweise oder zum Großteil. Also war Corona mehr der Anlass? Genau, ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwann gemacht, aber wahrscheinlich später. Mhm. Aber das war einfach eine bezeichnende Situation, dass ich meiner Reisefreudigkeit, meiner Mobilität, meiner Kreativität durch meine Kunstobjekte und was auch ich da alles mache, Ausdruck geben möchte. Ob das nun im System ankommt oder nicht, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Aber ja, es geht gerade, es geht nicht für jeden, weil nicht jeder kann sich vielleicht mal ein Jahr irgendwie rausziehen. Ich mache meine Trainings noch und so weiter, aber darum geht es nicht. Es geht darum, was ist mein innerer Ausrichtungspfad meines eigenen Würdeverständnisses, um mein Leben im Jetzt zu gestalten. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du hast also etwas gemacht. Es gab gewisse Umbrüche in dem Leben. Corona ist natürlich ein Umbruch gewesen für viele Leute, aber es gab eben auch das, was man so machen kann. Man kann sich trennen, man kann einen neuen Beruf wählen, man kann Reiseziele wählen, man kann umziehen, man kann Kurse belegen. Es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber du bist durch die Erkenntnis einerseits, dass dir im Leben bisher Würde fehlte und andererseits durch äußere Umstände, die der Sache noch einen gewissen Push gegeben haben, bist du dazu gekommen, um ein neues Leben zu führen. Und das hast du selber bezeichnet als Lebensnomade. Ja. Das ist aber ein seltsames Wort. Also ich war immer in verschiedensten Positionen, Werkstattleitung für behinderte Menschen und so weiter. Ich habe verschiedenste Dinge gemacht über Jahre. Oder im Trainingszentrum für psychisch erkrankte Menschen war ich im Leitungsteam. Also das sind so Dinge, wo ich merke, das war alles total wichtig.
ja. um sich der eigenen Würde auch bewusst zu werden in diesen Positionen und auch in der eigenen Würdelosigkeit. Als ich eine Niederlassung von Bofors geleitet habe, wenn ich darauf zurückschaue, dann war ich teilweise in der Entlassung von Menschen nicht würdevoll. Wirklich nicht. Das war einfach nicht gut, was ich getan habe. Oder auch nicht respektvoll dem anderen gegenüber. Und da merkte ich einfach, dass ich diesen Lebensnomaden in mir immer spürte, weil ich reise total gerne, ich schreibe total gerne, ich bin total in der Beobachtung von Leben und verschriftliche das auch in Büchern oder in Artikeln und so weiter, weil ich merke, wie Leben durch mich durchfließt und vielleicht auch andere Leute bereichern mag. Und das ist der Punkt, wo ich dachte, wenn ich es jetzt nicht tue, wann dann? Also 2,5 Jahren bin ich angefangen, vor 4 Jahren habe ich entschieden. Und deswegen ist das jetzt schon seit 2 Jahren, dass ich mich sehr stark durch die Welt bewege und schaue, wie Leben funktioniert mit anderen, wenn ich unterwegs bin. Erste Frage, wann hast du angefangen mit dem Meditieren? Kam das auch in dieser Zeit? Nee, das war vor 30 Jahren ungefähr. Das war schon vorher? Mhm. Aha. Und zweite Frage, in die Welt bewegen, wohin hast du dich denn hinbewegt? Also ökologisch unverantwortlich nach Bali. Ökologisch war es mit dem Flugzeug. Ja, ja, natürlich. Und, ökologisch und nicht etwa mit einem Schnellboot, so wie Greta. Nee, das, ich bin danach mit dem Wohnmobil Richtung Italien, Österreich, Schweiz und jetzt geht's nach Portugal und Spanien. Also das sind so Punkte, wo ich merke, das ist nicht jetzt, weil ich gerne reise, sondern weil ich auf dieser Reise meine Aufgabe, glaube ich, eher erfüllen kann, die ich mir selbst gesetzt habe. Das Leben ist zu kurz für irgendwann zum Beispiel, ist ein wichtiger Punkt, als wenn ich jetzt weiter in diesen Jobs agiere, wo ich mehr funktioniere als lebe. Hast du einen festen Wohnsitz? Ich bin gemeldet, ja. Aber du bist unterwegs? Ja, genau. Dann kann ich ja von Glück reden, dass wir einen Termin gefunden haben miteinander. Aber abgesehen davon, dass du reist, was dir ein Lebensgefühl bringt, was mehr von dem enthält, was du Würde nennst, machst du auch noch Angebote und gibst weiterhin Kurse und bietest deine Dienste an. Also ganz ohne entsprechend Einbindung in die Gesellschaft wäre es natürlich auch ziemlich narzisstisch und ziemlich langweilig. So gesehen bist du kein Aussteiger. Nee. Oder nur ein halber Aussteiger. Ja, ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich ganz aussteigen könnte oder dieses Bewusstsein hätte, Geld folgt dem inneren Ruf. Wirklich, wenn ich dieser Reife schon wäre, da bin ich auf dem Weg, aber da bin ich leider noch nicht, da bin ich ein paar Schritte vor, dann würde ich wahrscheinlich ein ganz Aussteiger sein. Aber ich merke einfach, wie sehr ich das auch noch schätze, gesellschaftliche Wirkung, also meine Selbstwirksamkeit erhöhen möchte. Und deswegen gebe ich Trainings zu Kommunikation. Ich habe einige Life-Coaches und ich habe noch Workshops. Und ich schreibe halt viel und mache auch Keynotes oder Speaking. Also das mache ich noch zwischendurch. Mhm. Und das reicht für einen Lebensunterhalt, um dann mit dem Wohnmobil nach Portugal zu fahren? Ja, das wird in 2025 noch intensiver werden, weil ich wahrscheinlich auch einen Lehrauftrag an einer Hochschule habe. Aber das sind alles Spielarten, die sich aus der Situation ergeben. Aber dieses Live-Coaching ist natürlich total spannend zu sagen, okay, Leute in Veränderung, weil das gibt ja Orientierungslosigkeit, Veränderungsbedarfe. Und da diese Menschen zu begleiten unter dem Ansatz von die eigene Würde bewusster zu bekommen, um daraus Leben anders zu gestalten. Das ist ja das, was auf dieser Fahne steht, die im Vorgarten steht. Aha, also Würde spielt also nicht nur für dein Leben eine Rolle, sondern auch als Oberbegriff für diese Coachings, die du gibst. Kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, nicht als Oberbegriff, sondern es ist so diese Haltung, die da mitschwingt, wo wir uns immer wieder bewusst machen, ob das jetzt der eigenen Wertschätzung, der eigenen Würde, dem eigenen Miteinander, der eigenen Beziehung, dem Respekt im Leben und den anderen Menschen gegenüber dient, bewusst werden. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung, um dieser exorbitanten, unangenehmen Spaltung, die wir gerade haben, zu begegnen. Deswegen finde ich diesen Begriff doppelt gut, weil er das Miteinander wieder hervorruft und in Gesprächen einfordert und nicht sagt, ich habe recht und ich weiß, wie es ist oder du darfst nicht sagen, weil du nicht meiner Meinung bist oder so. Ich nenne das auch diesen Durchbruch zur inneren Freiheit. Indem du deinem eigenen Leben Stimme gibst oder Bedeutung gibst oder Klarheit verschaffst. Und das geht durch Würde, durch die immer wieder Referenz darauf, für mich total gut. Ja, ich habe ein Zitat auf Lager. Und zwar ist es ein Zitat aus der Erklärung zur westlichen Welt. So heißt das tatsächlich. Erklärung zur westlichen Welt. Und die stammt von dem Schweizer Liberalen Institut.
Die haben eine Erklärung zur westlichen Welt abgegeben. Initiiert wurde das Ganze von Javier Milei, Václav Klaus, Jordan Peterson und anderen. Die haben es jedenfalls unterstützt, es haben noch viele andere unterschrieben. Und nun kommt ein Zitat, das ist etwas länger und ich hole mal vorher tief Luft. Ich bin gespannt. Ja, das ist die theoretische Welt, aber wir wollten es ja gerade praktisch schreiben. Die Denker der griechischen und römischen Antike sowie die jüdisch-christliche Lehre von der Schöpfung des Menschen als Ebenbild Gottes und ihre Säkularisierung im Zeitalter der Aufklärung haben herausgestellt, dass alle Menschen mit Vernunft begabt sind, daher frei in ihrem Denken und Handeln sind und folglich verantwortlich für ihre Taten sind. Das ist jetzt der Vorspruch. Also es geht natürlich darum, dass wir alle aus der griechisch-römischen Antike kommen und aus der jüdisch-christlichen Lehre und dann die Säkularisierung im Zeitalter der Aufklärung dazu geführt hat, dass wir uns auf die Vernunft besonnen haben. Und jetzt geht's los. Der universale Vernunftgebrauch eint die Menschheit. Er führt dazu, jeden Menschen als individuelle und einzigartige Person mit Würde und dem unveräußerlichen Recht auf Selbstbestimmung seines Lebens anzuerkennen. Im Gegensatz dazu spalten Identitäten, die auf Gruppenzugehörigkeiten beruhen, rassisch, geschlechtlich, religiös oder anderweitig, die Menschheit und führen zur Unterdrückung der individuellen Freiheit und Würde. Also zweimal kommt Würde in diesem etwas langen Text vor. Ich hatte dir den vorher zugeschickt, damit du schon mal ein bisschen vorkosten kannst. Kannst du damit was anfangen? Ja, das ist so mit allen Philosophen, du kannst ja von Kant über Schiller, über Biri, wie die alle heißen, die sich mit Würde beschäftigt haben und auch die Antiken oder ganz besonders natürlich auch Giano Pino della Mirandola, der diesen Begriff Würde im 15. Jahrhundert in den Fokus gesetzt hat. Das sind wunderbare theoretische Konstrukte, die unsere Grundlage, unsere Historie sind. Und das Problem, was wir gerade haben, dass wir gar nicht mehr über Vernunft sprechen können, das ist eine Sache, von der wir uns ja mehr und mehr verabschieden. Punkt 1. Und jetzt kommt vielleicht nochmal ein neues Thema auf, das nur mal vielleicht kurz angedeutet ist. Wir sind durch diese digitale Ökonomie ja nicht mehr in der Möglichkeit oder durch die algorithmischen, die KI-Steuerung, in der Möglichkeit, die Selbstbestimmung des eigenen Lebens durchzuführen. Wann ist man selbstbestimmt? Das ist ja auch in dem Text drin. Wenn ich es mitkriege, wie ich gesteuert werde, weil ich Algorithmen bei meinem Handy eingetragen habe und deswegen meine Sportinformationen bekomme, die ich auf dem Handy immer suche und nichts bekomme von der Kultur, ist nicht so häufig, aber auch drin, von irgendwie der Oper, kriege ich nicht, weil ich nicht mich für Oper interessiere, dann merke ich doch, dass die Selbstbestimmung schon gesteuert ist. Das ist Punkt 1. Ja. Also deswegen ist dieser Spruch schön, aber er ist aus der Vergangenheit. Okay, ich habe auch Punkt 1 und Punkt 2. Ja. Gut. Punkt 1 ist, du hast gesagt, dass es auf die Vernunft immer weniger ankommt oder dass von der Vernunft immer weniger zu spüren ist. So schön die auch ist als Ideal damals der Aufklärung, als Vernunft die neue Lösung für alle Probleme erschien. Und bei dir, sowohl in deinem Denken, was ich bis jetzt rausgehört habe, als auch in deinem Coaching, wie ich es vermute, spielen auch Erkenntnisse eine Rolle, die, ich möchte mal sagen, jenseits der Vernunft liegen. Ja. Oder ich habe das Gefühl, dass es so ist. Du hast vorhin gesagt, man kann das erspüren, man kann das ermessen, dass Würde im Raum ist. Das kann man aber vernunftsmäßig schlecht erklären. Das kann man eher spüren, du hast gesagt, man kann es sogar feststellen. Aber es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Ich hoffe, ich tue dir damit nicht unrecht, wenn ich sage, es gibt bei dir auch noch etwas, was über die Vernunft hinausgeht. Also ich bin... Oder die Vernunft ergänzt. Ich habe es in meinem neuen Buch auch beschrieben. Es gibt 5 Ebenen des Seins. Und da ist die Vernunft eine Ebene. Aha. Aber die Empfindung des Körpers ist ein wichtiger Punkt. Die hat man ja auch. Die Vernunft des Verstandes etwas zu systematisieren. Die Intuition, die aus einem herauskommt. Und jetzt kommt der Punkt, der oft vergessen wird. Die Verletzung, die angetriggert wird über andere Verhaltensweisen. Und dann die spirituelle Ebene des Seins, die das ganze transpersonal verbindet. Und diese 5 Ebenen des Seins versuche ich, was ein sehr hoher Anspruch ist, versuche ich im Miteinander, im Coaching und in den Workshop wahrzunehmen, mitzugestalten, die Leute einzuladen, das auch mit zu berücksichtigen. Und gleichzeitig bestimmt der Geist die Materie. Das heißt also, die Vernunft, der Geist, der Verstand schafft es, das Ganze zu sortieren.
zu ordnen und in ein System zu bringen, damit wir nicht irre werden, weil wir es nicht nachvollziehen können. Der zweite Grund, warum ich mir dieses Zitat rausgesucht habe, ist der, dass du selber das Stichwort Spaltung aufgeworfen hast. Du hast es selber in den Raum geworfen. Und hier steht es ganz deutlich drin, dass die spaltenden Identitäten, die auf Gruppenzugehörigkeit beruhen, dass die dem Menschen die Würde nehmen. Andererseits ist die Würde zugeordnet der einzigartigen Person, also der einzelnen Person, dem Individuum. Ja. Und die Spaltung spaltet entlang von Gruppenzugehörigkeiten. Könnte man das so zusammenfassen, dass die Gruppen weniger Anspruch oder gar keinen Anspruch auf Würde haben, sondern dass die Würde der einzelnen Person vorbehalten ist? Wenn wir davon ausgehen, dass Würde ein den Menschen innenwohnender Wert ist, dann gilt es für alle. Dann gilt es erstmal für alle. Ja. Und wenn du dich aufgrund von Identitäten, aufgrund von Definition einer Gruppe, dich diesen Ego-Konzepten, nochmal, ich liebe das Ego, weil ohne Ego kannst du nichts machen, aber ist ein anderes Thema. Wenn du dich den Ego, also den Gruppenrahmen dieser Landkarte so dogmatisch verhaftest, dass du gar nicht mehr darüber hinaus guckst, dann gibst du ja deine eigene Würde dieser Landkarte ab und du musst dich ja mit der Landkarte identifizieren und nicht mit deinem eigenen Verständnis von Würde beschäftigen, weil dann hast du ja einen Rahmen, an dem du dich festhalten kannst. Und das ist ja bei allen Parteien so, das ist bei allen Religionsgemeinschaften so, das ist überall so, auch wenn die natürlich immer unterschiedliche Qualitäten von Würde beinhalten, ist es feststellbar, dass die Gruppenzugehörigkeiten wahrlich das Thema von Würde verhindern. Und deswegen geht es ja um den Durchbruch zur inneren Freiheit, dass ich sagen kann, passt diese Landkarte noch zu mir? Mhm. Ich habe entschieden, meine Landkarte passt nicht mehr, meine Würde passt nicht mehr zu der gegenwärtigen Landkarte. Also muss ich irgendwie Wand aufschütten, um zu erweitern oder die Insel zu verlassen. Ja, also passt zu mir, kann man sagen, ist sie zu groß oder zu klein? Oder ist sie falsch? Ja, genau, das ist die Frage. Also wenn ich das ganzheitlich anschaue, dann habe ich ja entschieden, wie ich es tue. Und jeder kann natürlich seine Verfeinerung vornehmen, weil nicht jeder kann so radikal, im positiven Sinne radikal vorgehen, wie ich jetzt, oder konsequent vorgehen, wie ich das jetzt gerade mache. Weil das hat ja auch schon mit ziemlich vielen Heftigkeiten zu tun, wenn du so einen Weg gehst. Aber jeder hat seine Möglichkeit, um sich selbst in seinem eigenen Würdeverständnis näher zu kommen. Kannst du vielleicht gegen Ende noch ein bisschen mehr davon erzählen, wie diese Coachings sind und vielleicht auch noch mehr von deinen Schriften und was da drin steht? Also ich fange mit den Schriften an, weil das ist gerade das, was dominiert. Ich bin sehr gerne in der Natur und sehe den Spiegel der Seele, Spiegel der Natur in mir. Und wenn dann etwas in mich einfällt, das ist die intuitive Ebene, dann habe ich immer meinen Rucksack und meinen Block dabei und schreibe etwas runter. Das heißt, ich schreibe. Und den Fotoapparat. Ja, ich fotografiere. Ja, das sieht man nämlich, wenn man auf deiner Seite ist oder sich Videos anguckt, da sind wunderschöne Naturaufnahmen. Ja, das stimmt. Also ich habe ja viel fotografiert in meiner Zeit als Hochzeitsfotograf und so weiter. Und da gibt es so ein bisschen die Ästhetik da drin. Also ja, das stimmt. Die Fotos liebe ich auch sehr. Aber du schreibst. Ich schreibe, ja, das ist ja dieser künstlerische Aspekt bei mir. Ich baue Holz-, Stein- und Stahlskulpturen, ich mache Fotos, ich schreibe. Und wenn dann etwas in mich eintaucht, dann versuche ich, Worte für die Verbindung dieser fünf genannten Ebenen zu schaffen. Das heißt, ich spüre im Körper Widerstand. Ich merke Sortiermechanismen im Kopf. Ich merke, wie da etwas einfließt in mich und ich denke mir, wie, was bedeutet das denn? Und so versuche ich das in Worte zu fassen, wie natürlich auch wieder das Ganze begrenzen. Und eine gewisse Ordnung mit sich bringen. Genau, eine gewisse Ordnung, genau. Also zum Beispiel habe ich einen Text geschrieben, tanzende Worte zur Liebe. Ja. Das sind so Sachen, wo ich merke, oh, das durchfließt mich. Das schreibe ich halt auf. Das ist zum Beispiel eins, wo ich Bücher schreibe, um andere in die Selbstreflexion zu bringen über das, was ich schreibe. Was empfindest du bei den Texten, damit du damit wachsen kannst? Und die Texte finden sich auf deiner Seite. Oder in Büchern, die jetzt auch weiter verlegt sind. Also es gibt eine Schriftenreihe Unbewusstes, bewusst erleben. Es sind drei Bände. Es wird noch ein größeres geben. Das heißt wahrscheinlich Durchbruch in die innere Freiheit. Das sind so diese sehr persönlichen Bücher, die ich habe. Und ich habe ein Buch beim Verlag liegen. Das war die letzten zwei Jahre halt hauptsächlich der Inhalt meines lebensnomadischen Seins. Da habe ich noch eins geschrieben. Selbstermächtigung, Orientierung finden in unsicheren Zeiten. Würde macht Sinn. Das ist das, was beim Verlag liegt, was sich mit Impulsen zur eigenen Selbstermächtigung oder Selbstverwirklichung beschäftigt. Ja, Impulse, das ist ja auch eines der Stichworte, die man auf deiner Seite findet, gleich ganz oben. Das gehört auch mit zu deiner Adresse. Ja, genau. Impulse. Also du gibst Impulse und du spürst Impulse. Das konnte man sehr deutlich merken an dem Text, von dem du gerade erzählt hast, den ich auch gelesen habe auf deiner Seite.
man liest das und hat das Gefühl, da hat etwas auf dich eingewirkt. Da bist du nicht gerade in einer Art Trance, aber doch in einen gewissen Zustand geraten, wo du das sehr schön beschreiben kannst, was eigentlich unbeschreiblich ist, nämlich diese merkwürdige Falle der Liebe. Du sprichst ja auch von der Falle der Liebe. Das ist also durchaus kein verklärender Text über die Liebe, sondern einer, der die Probleme gleichzeitig beinhaltet. Aber das ist in einer Prosa geschrieben, die sowas Fließendes hat. Ja. Und gar nicht mal so wirkt, als wäre sie in einer festen Form mit Anfang und Ende, sondern fast so wirkt wie eine Meditation über etwas, was keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so beschrieben, dass ich dir damit Unrecht tue. Nein, nein, das ist etwas Wunderbares gesagt, nämlich im Grunde genommen ist es die Verschriftlichung der Meditation. Das ist auch so, was ich ja auch in den 30 Jahren Meditationserfahrung erlebe. Da kommt ja was und manchmal lässt man es ja vorbeifließen, nicht anhaften und so weiter. Und ich versuche einfach den Moment, einen nächsten Moment und einen nächsten Moment anzuhängen und dafür Worte zu finden. Und das hast du gerade schön beschrieben. Danke dafür. Ja, ich danke dir. Und jetzt müssen wir einen Moment an den anderen fügen und so langsam zum Schluss kommen. Eine Sache würde ich gerne noch kurz sagen, weil du danach gefragt hast. Die Coachings laufen ähnlich ab. Mhm. Das heißt also, das Thema Coaching ist ein Begriff, den ich gar nicht mag, aber der ist halt im Wording drin. Ich mache eher die Facilitation. Facilitation ist die Befähigung. Also ich will gar nicht coachen, sondern ich bin jemand, der, wenn zum Beispiel jemand in einer Situation ist, wo er halt Veränderung spürt und die gerne sortiert, strukturieren möchte und die nächsten Schritte planen möchte. Zum Beispiel mache ich gerade für einen Stressfaktor in einer Erbschaft, bin ich gerade dabei, ganz praktisch mit den Menschen, die so aufzugreifen, um in allen Ebenen, die da so zusammenhängen, einen Weg zu finden, ob diese Erbschaft mit der Erbschaftsstreitigkeit und so weiter zu handeln, zu gucken, wie die halt gesund bleiben und wie man trotzdem Lösungen findet. Ah, ja. Und da versuche ich halt diese ganzen Ebenen zu verbinden mit Schweigen, mit Sortieren, mit Strukturieren, mit ganz pragmatischen Hands-on-Wegen. Und das ist, glaube ich, meine Kompetenz, diese Welten zu verbinden als sogenannter geistig oder mental spiritueller Brückenbauer. Das ist ja mein Begriff, wo ich sage, das ist so das, wo es drauf hinausläuft, Brücken von der Gegenwart zur Zukunft zu gestalten. Und da gibt es auch bald einen Text auf der Homepage, der das noch konkretisiert. Ja, das ist gut, dass du das noch sagst. Ich habe nämlich im Vertrauen gesagt auch ein gewisses Misstrauen gegen das Wort Coaching. Es gefällt mir insofern nicht so gut, weil man das Gefühl hat, der ist jemand, der es wirklich besser weiß. Nein, das weiß ich nicht. Ich bin nur Rahmen- und Raumgeber. Genau, und was ich eben bei dir verstanden habe, ist, dass du versuchst, dich darauf einzulassen, auf die Probleme der anderen, ohne dass du schon vorher weißt, wie es ausgeht. Ja, die Kompetenz liegt nicht in mir, sondern ich gestalte den Rahmen. Das machen viele Coaches, die sagen das auch zu sich. Nochmal, ich bin da einfach nur mit meinen Möglichkeiten einer von vielen, aber vielleicht ein bisschen anders, aber das sagt auch jeder. Wer resoniert, ist gut und wer nicht resoniert, der resoniert halt nicht. Das ist halt dann leider so. Das ist aber ein schönes Schlusswort. Und das gibt mir vielleicht auch noch die Möglichkeit, die Kurve zu kratzen. und dir, lieber Michael, zu danken. Ja, ich gestehe, ich neige ein bisschen sehr zu diesem Theoretischen und ich hätte mich noch stundenlang mit dir über diese theoretischen Sachen unterhalten können. Und deswegen bin ich auch angetriggert worden durch das Thema. Und dann habe ich auch immer nachgefragt, ja, wie sieht das denn konkret aus? Wie sieht das denn konkret aus? Und wie gesagt, immer mit dem Hintergrund, dass ich ein bisschen skeptisch bin gegenüber Leuten, die sich Coach nennen oder die Lebenshilfe geben wollen, wenn sie es doch selber gar nicht besser wissen. Ich danke dir dafür, dass du uns einen gewissen Eindruck gegeben hast und dass du das ein bisschen korrigieren konntest, was ich dir jetzt vielleicht als Vorurteil vor die Füße knalle. Ja, und dass du uns doch ein bisschen hast schnuppern lassen in deine Welt und wir vielleicht neugierig geworden sind auf deine Art mit der Würde umzugehen. Also ich hoffe, das war jetzt ein würdevoller Abgesang. Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch und bin sehr gespannt, welche Resonanz das hat. Und vor allen Dingen danke ich dir für deine Anregungen. Das ist genau das Spannende, nämlich miteinander reden, um sich gegenseitig zu bereichern. Herzlichen Dank auch für dein Interesse. Ja, ich danke dir auch und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Kontrafunk neuerdings jeden Sonntag um 15 und in der Wiederholung um 21 Uhr gleich nach den Nachrichten. Am Montag werden die Folgen um 8 und um 11 wiederholt.
Sie werden außerdem archiviert und als Podcast zur Verfügung gestellt. Diesmal habe ich mit Michael Beilmann über Würde gesprochen. Ich hatte gesagt, dass Würde für Michael Beilmann fast so etwas wie ein zweiter Name oder Künstlername ist, weil seine E-Mail-Adresse kontakt@würdeimpulse.de lautet. Würde mit UE und zwischen Würde und Impulse ein Bindestrich. So finden Sie ihn. Wenn Sie Würde und Impulse im Internet eingeben, finden Sie Magazine, Projekte, Interviews, Veranstaltungen, Texte. Da können Sie spazieren gehen, innehalten, nachdenken und weiterdenken. Michael Beilmann hat die Musik ausgewählt, das Lied Mein Weg von Klaus Hoffmann sowie die Musik zur Meditation zwischendurch und die Musik zur Entspannung, die wir zum Ausklang hören. Halt! Vorher noch die Auflösung der kleinen Rätselfrage, die uns nebenbei etwas über das Alter der Hörer verrät. Die Würde ist antastbar, stammt von Ferdinand von Schirach und ist im Jahre 2017 erschienen. Das Buch Die Würde des Menschen ist antastbar, danach hatte ich gefragt, ist eine Sammlung von Aufsätzen und Polemiken von Ulrike Meinhof. Und nun entspannen Sie sich, liebe Hörer, auf Wiederhören. Ich werde mich jedenfalls entspannen und erstmal einen Tee trinken. Sie merken schon, ich bin erkältet. Herzlich, Ihr Bernhard Lassan. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio